Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Thiele Football zum Stadiontest von der Home Deluxe Arena des SC Paderborn. 15.000 Zuschauer passen hinein, zusammen mit dem 1. FC Heidenheim haben wir somit das kleinste Stadion der zweiten Liga. Im Schnitt kommen diese Saison ca. 12.000 Fans zu den Heimspielen, es gibt 6.000 Sitzplätze, davon 1.080 VIP-Plätze, 9.000 Stehplätze mit einem flexiblen Stehblock neben dem offiziellen Auswärtsblock. Die Home Deluxe Arena kennt viele sicherlich noch als Bentler Arena, so hieß das Stadion von 2012 bis 2022. Schauen wir mal kurz und knapp auf die Entstehung, denn bereits im Januar 2001 entwickelte der SCP konkrete Vorschläge für den Neubau eines reinen Fußballstadions in Paderborn. In enger Abstimmung mit der Stadt Paderborn setzte die Paderborner Stadiongesellschaft diese Idee um. 2005 erfolgte der erste Spatenstich, 2008 wurde das neue Stadion mit einem Spiel gegen Borussia Dortmund eröffnet und seitdem trägt der SC Paderborn 07 seine Heimspiele an der Wilfried-Finke-Allee 1 aus. Der Neubau der Arena war aber seinerzeit nicht unumstritten und zieht auch bis heute noch den Unmut einiger Anwohner auf sich. Vom sportlichen Abstieg in die Regionalliga bis zum Aufstieg in die Bundesliga hat die Home Deluxe Arena in Paderborn in den vergangenen Jahren aber dafür schon alles erlebt. Nun soll die Heimspielstätte der Ostwestfalen auch ausgebaut werden. An der örtlich festgeschriebenen Kapazität von höchstens 15.000 Plätzen wird sie auch nichts ändern. Dafür soll aber der Anteil der Sitzplätze von 6.000 auf 9.000 Stück erhöht werden. Kostenpunkt ca. 6 Millionen Euro, Fertigstellung bis 2024. Hinter der Gegengrade sowie hinter den Toren werden Oberränge eingebaut, Stehplätze müssen dafür weichen. Ich bin sehr gespannt, was dann die Home Deluxe Arena ausmachen wird. Wir testen sie jetzt und schauen uns alles genau an. Das Parken, das Essen, die Preise und natürlich auch die Stimmung. Viel Spaß! Und da sind wir also, liebe Fußballfreunde, zum nächsten Stadiontest vor Ort und diesmal in Paderborn an der Home Deluxe Arena. Ihr seht es schon hinter mir, das Stadion weht schon hier auf dem Parkplatz P1, denn das Stadion liegt auch direkt an der Autobahn A33, sprich Richtung Bielefeld, Dortmund, Kassel und auch im Sauerland ist es nicht weit, direkte Anbindung vom Stadion. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste wirklich positive Fakt. Ansonsten, wie immer natürlich bei so einem Stadiontest wichtig, die Parkplatzsituation. Von da hinten kommen die ganzen Autos von der Autobahn. Hier gibt es einen großen Parkplatz P1. Der füllt sich aber schon jetzt, gute 2 Stunden vor Spiel, sehr, sehr gut. Also ihr seht jetzt hier noch sehr, sehr viele Lücken, aber hier wird schon zügig relativ voll. Es gibt auch 2000 Fahrradparkplätze, 1800 für PKWs und dann gibt es noch in die Richtung einen weiteren Parkplatz mit Park and Ride. Auch da passen nochmal gut 2000 Autos hin. Den sollte man auf jeden Fall im Blick haben. Denn von mir auch nochmal der Tipp, ich war jetzt schon öfter mal in Paderborn, seid auf jeden Fall hier früh da. Wenn ihr direkt am Stadion parken wollt, müsst ihr früh da sein. Ansonsten wirklich den Park and Ride Parkplatz nehmen, auch der ist nicht verkehrt. Ist nicht ganz so weit weg vom Stadion, aber ihr braucht dann eben ein bisschen länger. Es ist gut gelöst mit vielen Bussen und sowas, aber es zieht sich dann schon so ein bisschen durch den Verkehr, durch die Stadt. Und wenn ihr mit dem Auto zum Stadion kommt, auf jeden Fall Abfahrt Paderborn-Elsen nehmen. Auch da durch die Stadt wird sehr, sehr schwierig mit dem ganzen Verkehr. Und wie immer ÖPNV, ihr kommt auch von der Stadt oder vom Hauptbahnhof zum Stadion mit dem Pader-Sprinter. Der ist auch in eurem Eintrittsticket mit drin. Auch da Verkehrslage durch die ganze Stadt und sowas, dauert es ein bisschen länger. Ja, es ist hier auf jeden Fall so gut gelöst, wie es nur geht. Es gibt aber sicherlich auch Standorte, wo es ein bisschen besser ist. Auch direkt am Stadion, Höfner und Hornbach, da aber nicht parken. Also das sagt auch Paderborn ganz klar selber, da parken zu unterlassen, sollte man nicht machen. Ist zwar attraktiv dort zu parken, kommt man sicherlich auch besser weg nach dem Spiel, würde ich aber eher vermeiden. Ticket in Block A kostet übrigens 35 Euro für ein Zweitligaspiel. Ja, ist in Ordnung. Ansonsten hier auch nochmal das Ticket für den Pader-Sprinter, den ihr eben nutzen könnt. Und dann haben wir hier nochmal die Arena in Übersicht mit den ganzen Blöcken. Haben hier auf jeden Fall reichlich Eingänge, was erstmal ganz positiv ist. Und hier auch nochmal ausführliche Beschreibung zum Parken. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass man das hier mit dabei hat. Weil ich finde, bei manchen Vereinen kriegst du gar nicht so geile Infos, wo du wirklich konkret parken kannst. Das ist hier auf jeden Fall ganz gut gelöst. Wie gesagt, Parkplatzlage nicht optimal durch die nicht mega krasse Menge. Aber es werden zumindest Alternativen offiziell angeboten vom Verein. Positiv.
Gästefans können übrigens auch auf dem Parkplatz parken. Die werden dann, wenn, manchmal ein bisschen anders rumgeleitet, wenn es eine strikte Trennung gibt. Und da haben wir dann auch den Gästeeingang. Auch hier nochmal, wenn er zum Stadion kommt, direkte Übersicht und auch mit ein paar Daten und Fakten zur Arena. Ganz cool gemacht. Und hier dann nochmal die Blockübersicht, wo wir hin muss. Wir heute Block A, sprich Eingang 5. Wir müssen einmal rum im Stadion. Und wie vorhin erklärt, da haben wir die ganzen Fahrradparkplätze. Sind gerade zumindest noch einige frei. Vor der Omnilux Arena auf jeden Fall sehr, sehr viel Freiraum. Hier ist heute ein bisschen was für Kinder gemacht. Da hinten ist dann der erste Bierstand. Ja, ist halt schon sehr viel graue Freifläche. Könnte man vielleicht mal um Zeit ein bisschen schicker machen. Stadion an sich. Ja, ich glaube, es gibt schönere. Ich glaube. Da also Bier und Würstchen statt. Da hinten übrigens auch ein Fanshop, der hier draußen steht. Und genau hier, wo die ganzen Polizeiautos und so stehen, kommen dann auch die Shuttlebusse an. Also hier landet ihr dann direkt, wenn ihr beim Park and Ride Parkplatz parkt. Hier haben wir dann noch Paderborns Support Ultrakurve. Und wir laufen jetzt an unseren Plätzen durch die ganzen TV-Kamerawagen und so weiter durch. Weil wir jetzt mal komplett ums Stadion rum müssen. Und übrigens hier auch nochmal ein großer SCP-Shop, Fanartikel und alles hier auf der Rückseite, wenn man so will, vom Stadion. Dann war Rohr, Pieringer und Obermeier. Sehr schön, sehr schön. Cool. Ein bisschen unentdeckt hinter den Containern, aber hier geht's Richtung unserem Eingang. Sieht ein bisschen komisch aus, aber der Weg stimmt, weil ich gegen Lautern auch, weil eben hier die ganzen Spieler und so reinlaufen, die übrigens mit den Privatautos anreisen. Schon irgendwie ungewöhnlich. Für mich auf jeden Fall. Als Schalker. Und genau da ist dann gleich unser Eingang. Eingang 5, Block A bis B. Top. Öffnet um 17 Uhr. In gut 10 Minuten. Mal gucken, wie zügig das hier geht. Denn letztes Mal, als ich hier war, hat es ein bisschen gedauert, weil es auch hier alles echt unfassbar eng ist. Also mal gucken, wie das heute wird, weil ich ja schon sehr, sehr früh hier bin. Von genau da hinten sind wir übrigens gekommen. Da ist eben der Parkplatz und dazwischen der Gästeeingang. Deswegen musste man ja eben einmal rum. Ah, die Supporter von morgen machen schon mal gute Stimmung hier. Cool. So, wir sind jetzt sehr früh dran. Gar keine Schlange. Punkt 5 Uhr. Es ist aber sonst auch schon deutlich voller, wenn du halt ein bisschen später kommst. Wir sind halt jetzt sehr, sehr früh. Und da sind wir. In der Home Deluxe Arena. Schon nochmal ein anderes Feeling hier. Hier übrigens direkt sehr, sehr nah dran am Spielfeld. Dafür auf der gegenüberliegenden Seite siehst du davon gar nichts. Da sind wirklich Zäune. Wie da hinten hinter der Trainerbank. Also gute 2 Meter hoch, dass du halt nichts sehen kannst. Hier ist es ein bisschen anders, ein bisschen freier. Ich glaube, wer in Paderborn war, der weiß das auch. Ah, schon ein bisschen spezieller hier. Mal kurz der Blick auf die Toiletten, solange hier noch keiner ist. Ja, normal. Kann man machen. Wird ein bisschen eng, wenn es voll ist. Aktuell halt easy. Was mir gerade aufgefallen ist, wenn du hier am Männerklo bei der Brillbach genau da am Pissoir stehst, dann siehst du es halt von außen sehr, sehr gut. Das ist so ein bisschen, ja, muss man mit klarkommen, weil du halt von außen da reinguckst. Ist halt alles sehr nah beieinander hier. Wir sind im Block A, da haben wir VIP-Plätze, darüber Kommentatoren und so weiter und so fort. Und wir sitzen hier irgendwo. Da sind wir, Reihe 5. 23 und 24. Irgendwelche komischen Kissen hier, die ein bisschen verschmutzt sind. Okay, und hier ist die Sicht. Ich weiß nicht genau, ob man sieht. Ich weiß auch nicht, warum man hier so schwarze, was ist das, keine Ahnung, Kissen hat. Ordentlich verschmutzt. Weiß ich nicht. Braucht man nicht. Da hinten im Block B war ich das letzte Mal. Da soll einfach nur ganz normale blaue Sitzschalen. Die kriegst du halt wenigstens sauber.
Und hier haben wir so einen Kritikpunkt, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Ja, nicht so geil, so schmutzige Sitze. Muss man schon sagen. Ist jetzt nicht so einladend, erst recht, wenn ihr stellt, sag uns deine Meinung. Ja, ja, Meinung ist da. Nicht gut. Vogelscheiße, ein bisschen abgekratzt. Okay. Und so, also am Ende die Sicht von hier oben. Paderborn Stadion natürlich schon designtechnisch speziell im Vergleich zu anderen. Du hast von jedem Platz eine wirklich sehr, sehr gute Sicht, weil du hier, ich weiß gar nicht, wie viele Reihen hat man, 16 Reihen ungefähr. Und diese, die hohen Wände, ja, ja, gut für Sponsoren und so, aber ist halt nicht wirklich schön. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Da hinten übrigens der offizielle Auswärtsblock. Und dann haben wir hier einen flexiblen Stehblock. Da werden wahrscheinlich am Ende Paderborner und Braunschweiger drin sein. Ist zumindest sonst so, dass sich für diesen Stehblock aus beiden Fanlagern immer Fans-Tickets holen. Mal gucken, wie das heute wird, weil da deutlich mehr Ordner sind als sonst. Ob es vielleicht heute ein bisschen strikter getrennt worden ist, allein schon vom Kauf her und sowas. Sonst hat man da oftmals, dass du wirklich beide Fanlager in einem Stehblock hast. Übrigens ein Essenstand hier auf unserer Geraden und hier ist der Getränkestand. Also hier Getränke und Essen ganz, ganz strikt getrennt. Also nicht denken, es geht bei allem alles. Ansonsten Zahlung bar und mit Karte möglich. Ich habe jetzt hier mal ein schönes Pilz, Warsteiner 0,5. Ich als Sauerländer kenne Warsteiner sehr, sehr gut. Schmeckt wie immer. 4,50 € für einen halben Liter. Normal. Ansonsten hast du halt hier halt noch so ein bisschen Aufenthaltsfläche zwischen den ganzen Containern, wenn man das so sagen möchte. Ja, ist halt noch alles sehr, sehr leer. Und was hier auf jeden Fall speziell ist auf dieser Geraden, du musst über den Spielertunnel drüber, um zum Essenstand zu kommen. Wer das nicht weiß, der sucht ein bisschen. Hatte ich nicht beim letzten Mal so. Du musst über eine Treppe drüber, um dann zum Essenstand zu kommen, weil es eben auf dieser Geraden, da auf dieser Blockreihe sozusagen nur ein Essenstand und ein Trinkstand gibt. Und die sind, wie gesagt, beide getrennt voneinander. Und dann geht es nämlich hier hoch. Schon was anderes. Hier kommen nämlich dann die Spieler raus. Und hier geht's runter wieder. Und hier zum Beispiel sieht man ja nicht das Spielfeld und so ist es eben auf der anderen Seite. Da ist es komplett so im Unterbereich, dass das Spielfeld wirklich nur von dem Platz aus siehst. Und ich sehe schon, ich muss mich korrigieren, auch hier auf der Seite ist ein Stand mit Trinken und zwar in dem Container und dahinter ist dann der zum Essen. Nochmal kurz zur Getränkauswahl, denn die ist hier wirklich reichlich. Bier, alkoholfrei Radler, Cola, Metzelmix, Sprite, Fanta, Standard, Apfelschorle, Wasser haben wir. Ansonsten noch Hüttenpunsch, Kakao und Tee, wie auch Kaffee. Alles da, was als Fußballfan brauchst. Hier auch nochmal jeweils Toiletten, Frauen und Männer und da hinten kommen wir dann zum Essenstand. Wir haben uns jetzt komplett von hinten durchgedribbelt und dann haben wir hier den Arena-Grill. Da ist auch ein Eingang und deswegen ist das hier oftmals sehr, sehr eng. Wir können uns jetzt mal eine Bratwurst und eine Spezialwurst, mal gucken, was das so ist. Das ist also die Spezialwurst aus dem Stand, aber jetzt geht es erstmal zurück zu unserem Platz und damit probiert. Mal kurz Bratwurst-Test für 3,50 €. Standardding. Schmeckt ganz gut. Gutes Brötchen. Vernünftig. Und hier nochmal zur Spezialwurst für 4 €. An sich halt Bratwurst, Currysoße und Röstzwiebeln. Ja, wir gucken mal. Ich wollte mal was anderes nehmen, was du halt sonst nicht so kriegst. Die Soße ist doch keine normale Currysoße, sondern die schon schärfer. Die Röstzwiebeln runden das ganz gut ab. Für 4 €, ja, normale Currywurst, normale Bratwurst ist eigentlich immer noch mal geiler, muss ich sagen. Aber gute Auswahl. Ansonsten noch mal kurz zum Thema Essen. Es gibt natürlich Currywurst, Bratwurst, Spezialwurst, wie wir gesehen haben. Leberkäse gibt es auch, Hähnchenschnitzel und auch 7 Sorten von Pizza. Die gibt es aber an extra Stand, auch nicht hier auf der Geraden. Das müsste, glaube ich, auf der anderen Seite sein. Aber es gibt wirklich ganz viel zu essen. Pommes logischerweise auch noch mit dabei. Und man kann sich auch Paderborns Speisen- und Getränkeprogramm schon vorher online anschauen. Das ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Also sauber ist auf jeden Fall anders. Ist ja bald auch scheiß Wetter im April, ne? Daran liegt's.
geht schon ganz gut. Halbe Stunde vor Anpfiff ist es hier jetzt auch deutlich voller. Und viele Schlangen, viel Getrubbel, schon sehr eng hier. Was man jetzt hier ganz gut sehen kann, da kommen die Leute rein und da sind die ganzen Schlangen. Das ist schon sehr, sehr eng hier alles. Was aber geil ist, in keinem Stadion kommst du so nah an Rasen vorm Spiel. Schlange hier, weil die Pommes nicht fertig sind. Ah, ich brauche auch keine, aber es zieht sich dadurch. Wir haben jetzt hier eine Bratwurst und ein Brezel. Die Bratwurst 3,50, der Brezel 3 Euro. Also nur 50 Cent Differenz. Finde ich schon krass. Der Brezel ist groß und so, aber dass ein Brezel fast so teuer ist wie eine Bratwurst im Brötchen, komisch und skurril. Also jetzt wirklich brechen voll. Du kommst hier in, ja, nicht mal Schrittgeschwindigkeit voran. Ah. Nervt, Viertelstunde vor Anpfiff. Heute bringt es die Stehblöcke durchaus getrennt. Ich sehe ein, zwei gelbe Trikots in dem linken Stehblock, aber das ist schon strikt getrennt heute. Los geht's, Paderborn-Schuss an. So, es ist Halbzeit. Ich wollte gerade die Stoppuhr starten für die Schlange am Klo. Es gibt keine Schlange. Sehr schön. Gut, später war eine kurze Schlange auf den Toiletten, aber wirklich minimal. Dafür war es drin. Sehr, sehr eng und ansonsten während des Spiels unglaublich viel gelaufen. Man muss sich mal aufstehen, weil irgendwer sich was zu essen und was trinken muss, Klo muss oder so. Das ist echt extrem hier. Deutlich, deutlich mehr als in anderen Stadien. Ansonsten ist es wie immer in Paderborn angenehm. Weiter geht's. Zweite Hälfte läuft. Oh, stark. In der 51. Spielminute Tor für unseren FCP. Torschütze, unsere Nummer 11, Sörloth. 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 Peter Paderborn, die Fans von Lüneburger sehen, Bieringer will aber auch.
zum SCP, Torschütze, noch einmal unsere Nummer 18, Dennis! Weg vom Platz, Stau, Stau und nochmal Stau. Zurück zum Parkplatz, heißt wieder einmal komplett rum vom Stadion. Naja, genau hier kommen nach dem Spiel die ganzen Busse an. Im 5-Minuten-Takt fahren die alle ab zu Park-and-Ride-Parkplätzen, in die Innenstadt und so weiter und so fort. Das läuft hier. Habe ich auch schon mal gemacht. Das ist wirklich eine gute Sache. Hier ist übrigens die Abfahrt Richtung Innenstadt. Ja, läuft auf jeden Fall, auch wenn es sich ein bisschen staut. Und da hinten, da geht es dann wieder Richtung Autobahn. Da ist es immer ein bisschen, ja, schwieriger rauszukommen. Kommen wir also zum Fazit der Home Deluxe Arena. Wie schon beim vergangenen Stadiontest des SC Freiburg gibt es auch heute wieder 4 Kategorien, wo es eben dann auch Punkte gibt von 1 bis 10 für das Parken, die Toiletten, das Essen und die Atmosphäre, wodurch wir wirklich auch alles abdecken können und dann natürlich auch auf eine Gesamtnote kommen. Legen wir los mit dem Parken. Da gibt es natürlich eine gute Möglichkeit am Stadion direkt, zumindest dann, wenn man früh da ist. Problem bei der ganzen Geschichte, sowohl bei der An- als auch bei der Abreise gibt es sehr oft Stau Richtung Autobahn. Fahrradplätze haben auf jeden Fall genug vorhanden, auch Park and Ride sowie ÖPNV ist gut auf jeden Fall ausgebaut, dauert aber durch den vielen Verkehr deutlich länger. Und deswegen gibt es von mir hier die Note 6 von 10. In Sachen Toiletten kann man gar nicht mal so viel sagen, habt ihr ja auch ganz gut im Test sehen können. Sie sind sauber, sind aber jetzt auch nicht so mega viele vorhanden, wenn denn das Stadion wirklich pickepacke voll ist. Schlangen haben sich bei mir auf jeden Fall heute auf den Grenzen gehalten, waren aber auch schon mal länger. Dafür hat man aber auch generell mehr Gedrubel in den Toilettenräumen selber. Insgesamt von mir die Note 7 von 10. Das Essen ist sicherlich für viele von euch mit das interessanteste Thema und hier kann ich auf jeden Fall sagen, wir haben eine wirklich sehr gute Auswahl. Zahlen kann man sowohl mit Karte als auch bar. Problem ist allerdings, es gibt längere Wartezeiten, weil es eben dann nahezu alles von einem Essen in einem Stand gibt. Sprich, es gibt dann nicht nur Bratwurst und Currywurst an einem Stand, wodurch man sich darauf konzentrieren kann, sondern eben auch noch Pommes und alles weitere und dadurch dauert es halt wirklich manchmal länger, obwohl du eigentlich nur eine Bratwurst willst, die schon fertig auf dem Grill liegt. Generell gibt es wenig Stände, auch wenig Platz, um sich dort eben anzustellen und dadurch wird es eben auch sehr, sehr eng mit denen, die gerade erst ins Stadion kommen. Sehr speziell eben bei dem Essensstand, wo ich heute war. Vom Geschmack her war es aber auf jeden Fall in Ordnung und das ist am Ende nochmal das Wichtigste. In Sachen Preise ist es ein Ticken günstiger gewesen als in Freiburg, aber auch vollkommen normal. Deswegen hier die Note 7 von 10. Und dann der letzte Punkt, auch natürlich was Fußball angeht, sehr, sehr wichtig, die Atmosphäre. In Sachen Stimmung muss ich auch hier nochmal sagen, finde ich, es ist immer sehr, sehr schwierig zu beurteilen, zumindest wenn man es objektiv machen will. Deswegen habe ich auch hier die Stimmung wieder beigepackt als Unterpunkt bei der generellen Atmosphäre. Legen wir mal ganz kurz los mit der Stimmung und da muss ich sagen, versuchen die SCP-Fans schon auch gute Stimmung zu machen. Allerdings schwappt diese zu selten über den mittleren Stehblock über. Also generell auch in den Stehblöcken, die wir dort gesehen haben, war oftmals in der Mitte wirklich eher Party angesagt und drumherum war es dann schon deutlich weniger. Zum Ambiente muss ich sagen, dass wirklich alles sehr, sehr eng und klein ist. Die dreckigen Stühle, die ich jetzt hatte, sorgen auch nicht wirklich fürs Wohlfühlen. Generell muss man meiner Meinung nach auch etwas am Ambiente und Aussehen machen. Da muss man wirklich nochmal dran arbeiten. Denn bei der Home Deluxe Arena haben wir einfach sehr viel Beton und Blech.
die hochgezogenen Wände und auch diese engen, tristen Katakomben machen es halt nicht wirklich schön. Und alles in allem gibt es deswegen von mir hier auch eine kritische 4 von 10. Denn auch wenn ich Paderborn mag, muss und will ich hier objektiv sein und da gibt es einfach eine Menge Nachholbedarf. Insgesamt kommen wir somit auf eine Gesamtnote von 6 von 10 möglichen Punkten. Ich persönlich gehe immer gerne zum SC Paderborn. Ich kann aber auch die viele Kritik von anderen Fanlagern am Stadion verstehen, die man ja auch immer wieder so mitbekommt. Vor allem im Vergleich zu anderen Stadien wird es natürlich auch sehr, sehr schwer für die Home Deluxe Arena. Die SCP-Fans selber machen aber nicht den Eindruck, als wäre man mega unzufrieden und das ist auch gut so. Grüße auf jeden Fall nochmal an alle Paderborner. In dem Sinne sage ich, macht es gut, schau und bleibt am Ball. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I.